Moin, moin, liebe Seniors, liebe Fabrikbesitzer, liebe Senioritas und Keyboards. Wir sind am Schisseln. Da sind die ganzen Items reingeglitscht gerade. Die gute Lys glitscht auch gleich rein. Ich sehe dich nicht da hinten. Was ist das Spawn? Ja, nachdem ich mich beim letzten Mal so richtig unglaublich mit Ruhm bekleckert habe und quasi innerhalb von 2 Spielstunden, oder ich glaube, es waren sogar 3 Spielstunden, obvious nichts gemacht habe, wollte ich heute wieder da hinten ein bisschen an der Fabrik mal vielleicht ein bisschen Fortschritte machen und mal wenigstens das wieder aufbauen, was ich in den letzten 120 Minuten zerstört habe. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, das klingt gut. Ich bin am Überlegen, was ich machen könnte. Moin, moin, ja, du geiler Fabrikbesitzer. Du könntest erstmal Hallo Nanani sagen. Hallo Nanani. Du könntest Nanani sagen, dass er sehr große Brüste hat. Oh mein Gott, da war eine gelbe Schnecke. Ich glaube, das weiß sie auch, ohne dass ich sie sage. Nein, 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 weißt du, dass du große Brüste hast? Hallo, nein, nein, mein PC klingt, als würde er gleich abheben. Ich glaube, ich sollte echt mal nach dem Lüfter gucken. Aber ich glaube, es ist immerhin nur... Wolltest du heute nicht auch irgendwie die RAM-Riegel nochmal durchstecken und gucken? Oh, nein, 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 nein. Wolltest du heute nicht produktiv sein und Dinge rausfinden? Ja, mir wurde abgesagt. Ich war so motiviert heute Morgen. Ich war so früh wach. Ich war so geil drauf, was zu schaffen. Und dann kriege ich einen Anruf aus Uelzen und mir wird gesagt so, nö, die Person, mit der du dich heute um Stuff kümmern wolltest, die ist krank. Und dann, ja. Also ich bin voll unschuldig. Hm. Habe ich eine Waffe? Nö. Du wolltest doch eine Aufgabe haben, ne? Ja. Kommst du mal höher, höher und tötest dieses Viech. Hier ist so ein Viech. Und das beschützt eine Schnecke. Und ich will die Schnecke. Aber ich habe keine Waffe, um das Viech zu töten. Dann kann ich nämlich jetzt hier hinten mir die Schnecke, die saftige Schnecke, ins Portemonnaie stecken. Eine Yellow Power Snack. Nein, wie geht's dir denn? Bist du heute schon wieder hart am Hasseln gewesen? Hart am Arbeiten? Oder hast du Urlaub oder sowas? Ja, nee, nein, macht keinen Urlaub, glaube ich. Ne? Das ist so... Geht in deinem Vertrag, ist das nicht vorgesehen, ne? So, aber... Ja? Ich wüsste was ich machen kann, weil ich weiß halt nicht, wie sinnvoll das ist. Was denn? Ich könnte mal die Absturzstellen, die wir schon markiert haben, wo uns immer irgendwas gefehlt hat, zum es aufmachen. Ja, das ist eigentlich eine coole Idee. Oder die aufmachen. Du könntest die Röhren. Aber dafür brauchst du auch Stahlprodukte, ne? Ja, das ist das Problem. Dafür brauche ich Stahl. Heißt, das könnte ich halt erst machen, sobald wir wieder vernünftig Stahl haben. Weil ansonsten, wie gesagt, das Quarzproblem, ich weiß noch nicht, wie wir es gerade lösen sollen. Ich kann mal schauen, wo das nächste Quarzvorkommen ist, in eine andere Richtung vielleicht. Und schau mal, ob das realistischer erreichbar ist. Ja. Aber ansonsten hätte ich ja gerade, also... Viel zu tun. Ja, du kannst auch da den noch mehr mit unserem Eisen produzieren. Wir haben ja in der Basis jetzt noch 2 Eisenlanes, wenn ich mich nicht täusche, die irgendwie was produzieren könnten. Frag mich jetzt nicht was, keine Ahnung. Zum Beispiel diese Rahmen. Du kannst dich nochmal ranmachen, eine Rahmenproduktion zu machen. Weil Rahmen werden wir definitiv so schnell nie zu viel haben. Oder du musst irgendwas aus dem Schwefel oder. Ich weiß nicht, oder du kommst her und hilfst mir. Aber ich denke mal, das Stahlding ist, das hält uns halt gerade auf. Das muss irgendwie. Das muss gemacht werden, sonst geht es nicht weiter, denke ich mal, leider. Ja, ich finde das Stahlding nur schwierig, wie wir das zusammen machen sollen. Also, wie ich da helfen kann. Ich bin das auch alleine schwer. Also, davon. Aber sonst hätte ich halt tatsächlich gerade auch nichts so konkret, wo ich sage, setz dich dran. Ja gut, dann mache ich meinen Erkunden. Oder ich schaue mal, ob ich da hinten eine Rahmenproduktion hinkriege oder erkunde oder mache irgend sowas in die Richtung. Das Problem ist halt hier hinten für eine Rahmen... Ah doch, wohl, der Platz da, wo ich meinte. Moin moin, du geiler Fabrikbesitzer. Wo man das hinbauen könnte, weil ich habe ja hier dann eine, nee. Ja. 4 Eisenadern, doch, 2 komplette Eisenadern. Genau, 2 müssen übrig sein im Grunde. Und Kupfer glaube ich nicht, weil Kupfer hattest du dir eine abgezwackt. Ja, genau, 2. Nee, es sind sogar 3. Ready. 2 da hinten an der Klippe und eine mit dem Eisen, was wir zuerst benutzt haben. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht aufgerüstet. Aber da müsste ja theoretisch auch. Da sind ja 2, ich nenne es mal kleine Felder gewesen, die wir jetzt gerade benutzen. Und ich weiß gar nicht mehr genau, was wir damit machen. Ja, aber wenn würde ich hier die 2 benutzen? Ja, ich denke, das müsste eigentlich reichen, wenn ich da 2er meiner drauf packe. Ja, machen wir so.
Nanani, mir geht's soweit okay. Ich wollte heute so einen mega produktiven Tag haben und es hat nur so semi geklappt, deshalb bin ich ein bisschen mad. Aber ja, das ist jetzt Vergangenheit, jetzt kann ich eh nicht mehr machen. Von daher, es geht so, einigermaßen gut. Könnte halt besser sein, aber meckern kann man immer. So, ich muss jetzt halt hier Stahl herstellen. Und das ist halt echt kacke. Vor allem, weil jetzt seit dem letzten Teil, wann haben wir gestern haben wir gestreamt, ne? Mhm. Ja. Ach ja, gestern war der Tag, das stimmt ja. Gerade deshalb sind halt die ganzen Zahlen und alles, was ich ausgerechnet habe, halt auch nicht mehr in meinem Kopf. Ich kann mir das ja nicht über einen Tag merken. Von daher muss ich hier jetzt nochmal gucken, was ich jetzt genau mache. Wir haben schon mal hier vorne das Alternativrezept für die Reinforced Plates durchgehauen. Und das Ding läuft auch mit 100%. Das könnte sogar theoretisch noch ein bisschen schneller laufen, weil verbrauchen tun wir hier 18,75 und hier 37,5. Reinkommen tun aber 40 und 20. Das heißt, wenn ich hier jetzt eine Schnecke oder eine Batterie reintun, könnten wir das sogar ein bisschen hochpushen. Müssen wir aber nicht. Das heißt, Platten haben wir schon mal. Dann gucken wir doch erstmal, ich brauche ja schon mal diese Rahmen. Wie mache ich jetzt nochmal die Rahmen? Das waren, glaube ich, Platten und Stangen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ne? Genau. Das heißt, ich brauche jetzt Stangen. Wenn ich 2 pro Minute herstellen will, brauche ich 3 von diesen Platten. Hier kommen fast 6 Platten raus. Das heißt, theoretisch, ich könnte, wenn ich da wirklich Bock drauf habe und ich, ja, Bock drauf ich machen, bin sehr stark, danke sehr, Nanani! Oh, Nanani hat Jenny ein Abo geschenkt, das ist immer lieb von dir. Hey, Jenny, deine Nachricht, ja, habe ich bekommen, wenn ich mir später in Ruhe durch. Ne? Oh, Penny ist auch da! Adblock failed bei mir auch. Ja, Amazon ist halt ein bisschen zu crazy. Erstmal, ja, hier für die ganzen Abos. Erstmal so. Und dann, weil wir schon dabei sind, machen wir noch. Moin, moin, du geiler Fabrikbesitzer. Halt dir mal frei, Paddy, zwischen den 16. und den 20. rum. Mhm. Da ist Alex da, dann machen wir dann mal irgendwas. Was sehen wir dann? Ist ja noch ein bisschen Zeit hin. Ich überlege gerade, ob es wirklich sinnvoll ist, dass wir nochmal Frames produzieren, weil ich weiß, eigentlich produzieren wir halt schon Frames auch oben, also eins oben drüber produzieren wir ja auch schon nur Frames. Ja, stimmt eigentlich. Deshalb bin ich mir überlegt, ob ich hier unten eine kleine Stahlproduktion machen soll. Aber ohne da hast du dann wieder keine Kohle. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Dann gehe ich mal schauen, ob ich irgendwo... Na Mann! Junge, ich kann nicht 4 Tage frei halten. Doch, das geht schon. Ich habe mit deinem neuen Arbeitgeber gesprochen. Passt schon. Ja, ich bin selbst auch immer wieder von mir überrascht. Atiris ist auch da. Atiris. Und du bist sogar. Atiris ist die Person, die mir das Game geschenkt hat. Damals. Vor Corona. Moin, moin, du geiler. Und jetzt sag ich. Ich hab dir doch gesagt, ich mach das irgendwann, Atiris. Ja, ja. Du wolltest es mir nicht glauben. Ja, und an wem liegt's, dass du spielst? Es liegt an dir, dass es so lange gedauert hat. Übrigens, Hüstel 94% Hype Train. Wenn ihr einen Hype Train wollt, dann haut noch mal einen raus. Spaß. Wir haben hier noch gar keine Züge, das würde thematisch eigentlich gar nicht passen. Ja, du bist schuld. Ich habe immer auf den richtigen Soulmate gewartet, um das Game zu zocken. Und du hast halt lange gebraucht, um vorbeizukommen. Stimmt, ich habe so lange gezögert. Ja, das ist so lange gezögert, das ist richtig schlimm. Ich brauche 24 Stangen, Girl. Ich bin am überlegen, also was genau soll bei dir als Endprodukt rauskommen? Jetzt habe ich irgendwas gedrückt und ich habe hier sowas komisches. P ist Exit oder Escape? Ja, was ist, wenn beides nicht geht? Hattest du das auch schon? Guck mal in meinen Stream. Hast du dich das wegbekommen? Hörst nee, keine noch? Ahnung. Ja, ich höre dich noch. Also ich bin stuck. Also P und Escape ist es schon mal nicht. Exit Fotomode. P. Das ist ganz offen, Nanani! Danke sehr! Ist sogar jetzt gleich Level 3 High Chain. Und ich kann mich nicht mehr bewegen! Ich kann so machen und ich kann ganz offen so machen für die Nanani! Und Nanani kann auch einmal Ausrufezeichen Nanani machen, um hier ihren Soundkommand zu triggern. Aber ich bin RIP. Also ich bin... Sie ist hilfsbereit. Sie sorgt immer für gute Stimmung. Vielen Dank! Nochmal, was so schön ist. Warte, ich probiere mal was. Ich rette dich. Nein! Sie kommt mit C4! Sie kommt mit C4! Nein! Okay, ich google das jetzt hier. Stuck in Photo Mode.
Oder habe ich noch irgendwie die Konsole auf? Nee, das ist es auch nicht. Okay. Satisfactory stuck in photo mode. Gleich das erste Ergebnis. Pressing the buttons 0 and P at the same time will make you get stuck in the photo mode. Without being able to move, you will need to do Alt F4 to close the game. Ja, okay, man darf nicht O und P gleichzeitig drücken. Schade, dass die beiden Buttons nebeneinander sind. Ah, ich glaube auch, ich muss nochmal ein Tutorial spielen, scheiße. Bist du schon da? Ich wünsche dir gleich, ja. Nein, ich muss Alt F4 machen, ich kann nicht speichern. Ich muss es abstürzen lassen jetzt, es tut mir leid. Nein. Doch, kannst du speichern? Warte, ich... Nee, ich hab die Option nicht. Na gut, dann machen wir jetzt RIP 1, 2, 3. Nein, warte. Oh Mann, ich stand gerade hinter dir mit dem C4 in der Hand. Ja. Du, nein, du hast mich schon einmal in die Luft gejagt. So geht's nicht. Alter, 4 ist Beste. Oh, Synchronisation nicht möglich. Ja, jetzt müssen wir kurz hier ein bisschen im... wenn wir nochmal so, ist mir egal. Und nochmal den auch hinterher. Nette Garrett freut sich jetzt, der hat nämlich auch eins der Abos von Nanane abbekommen. Ja, der wird sich freuen, der kann auch endlich in die Dungeons und so weiter. Aber der hat ja heute Spätschicht, ne? Oder wie war das? Der kann heute nicht. Ja, er meinte, er kommt aber nach, also ist er wahrscheinlich nicht so lang. Ja, aber ich glaube, wir machen heute nicht so lang. Ich bin ja noch verabredet mit meinen coolen amerikanischen Freunden. Xenoas und Xenoritas, es ist Zeit, den Entgegner zu bekämpfen. Wenn du was geschrieben hast, in den Chat. Ich scroll nochmal hoch, ob ich hier was von dir lese, vor der ganzen Dingsflut. Wow, toller Haarschnitt. Ja, danke sehr. Ich werde jetzt meiner Friseurin, Friseuse, Haarschneiderin, werde ich sagen. So ein Typ online hat gesagt, guter Haarschnitt. Altiris, du darfst aber nicht lachen. Wir stellen uns hier teilweise noch nicht so clever an. So, wo ist sie? Ich muss gucken, die spawnt bestimmt gleich irgendwo hinter mir und hat C4 in der Hand. Und ich hab nicht mal die Nagelpistole oder sonst irgendwas. Ah, schnell weg! Okay, wir bringen ein bisschen Distanz zwischen uns und die gute. Tschu! C4, Mad Hat, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ich muss sagen, diese Röhren sind schon geil. Das bockt schon echt. Ich hab Bock, irgendwie schwimmen zu gehen. Zurück, ich weiß nicht, wo sie ist. Ah, nee, sie ist wieder in der Base gespawnt. Schnell weg. Nein, sie kommt ja daher! Aber pass auf, wir machen Manöver. Ist auch richtig verbuggt. Wenn du die Richtung wechselst in der Röhre, verbacken deine Beinprothesen. Tun meine sie auch so. Meine Beinprothesen glitschen jetzt so durch die Röhre, durch den Boden. Dieses Spiel ist halt flawless. Ich will auch so eine Röhre in echt. Stell dir mal vor, ich hätte so eine Röhre von, weiß ich nicht, vom PC zum Klo. Nice. Ja, wird sich voll lohnen. Erinnert mich an die Folge, wo Homer bei den Simpsons einen Teleporter, also so zwei Teleporterkammern bekommt, die miteinander verbunden sind. Und dann stellt er eine vor die Couch und eine vor das Klo. Ist halt auch schon so gut. Und du siehst, wie er aufsteht und seinen Hosenstall öffnet und malst so, Homer! Da hinten ist sie! Da hinten ist sie! Nein! Hör auf! Hör auf! Ich mag dich doch! Hier, Herzchen! Hör auf! Ich will dir nur was zeigen! Ja, komm, dann zeig's mir. Aber bitte so, dass ich mein Inventar wieder einsammeln kann. Nein, ich wollte was gucken. Oh ja, das kannst du echt mal machen. Das wäre nice, wenn er weggeht. Ich fürchte nicht. Nee, ich glaube auch, der ist ein bisschen schwarz. So funktioniert das nicht. Knallina, ja, ich hab's versucht. Ich habe auch nur das eine C4 dabei gehabt. Xeno bewegt sich im Alltag vom Schreibtischstuhl zur Küche und zurück, aber will Transport rein. Das Problem ist halt, an einem schlechten Tag muss ich das mehrfach. Das ist halt echt das Problem. So, wir ziehen wahrscheinlich nach Hamburg. So wie es momentan aussieht, ziehen wir nach Hamburg, Betty. Dann sind wir quasi nicht mal mehr Bundesland-Rudis. Dann sind wir weit, weit weg. Du hast ein Level 2 Hype-Train-Emoji erhalten. Nice. Oh, was wollte ich jetzt nochmal machen? So ein süßes, komisch guckendes Hundi. Finde ich gut. Ich mag Hunde. So, ja, genau. Lass mal kurz aufs Spiel konzentrieren. Wir sind jetzt 14 Minuten dabei und ich habe noch kein einziges Gebäude platziert. Ja, ich auch nicht. Wir müssen uns jetzt halt mal entscheiden, was wir auch hier hinten... Also, das soll ich hier eine kleine Stahlproduktion machen? Genau, das machst du. Du hast da hinten aber keine Kohle. Was willst du damit? Ja, da muss ich mir halt irgendwo Kohle holen. Ja, aber irgendwo Kohle ist... Die nächste Kohle ist bei unseren Generatoren. Das ist die nächste Kohle, die du hast. Ja, das ist stimmt, aber... Das ist sehr weit weg. Es macht da keinen Sinn, hier nochmal... Ja, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Weil die Sache ist, wenn, selbst wenn ich jetzt hier sage, okay. Willst du eine Aufgabe? Dann bereite die Heavy Modular Frames vor. Kann
kann ich nicht, dafür brauche ich Stahl. Ja, aber so, dass wir den Stahl nachher nur noch rüber cruisen und dann haben wir das da. Das ergibt keinen Sinn, weil wir brauchen dafür Stahl und die upgradeten Steel Beams und dafür brauche ich auch Stahl. Also wir brauchen dann hier hinten so viel Stahl, dass es halt... Ja, nein, nein, das mache ich ja hier. Also die Betonpfeiler da, die Stahlbetonpfeiler, die mache ich hier. Das ist hier ja mit einkalkuliert. Das wird hier irgendwann mit einkalkuliert sein. Und die, wie heißen sie, Stahlpipes mache ich auch hier. Ja, aber also dann willst du einfach nur die Frames nicht bei dir machen, oder was? Und die Schrauben. Und deshalb willst du extra Stahl? Nein, ja, du musst ja irgendwas mit Eisen herstellen. Ich weiß es nicht. Ich such dir eine Aufgabe. Mach dir, wenn du Eisen da hinten hast, würde ich sagen, mach mehr Frames. Weil davon werden wir sehr viele brauchen. Oder mach noch mehr Platten. Die werden sicherlich nicht alt. Die werden wir sicherlich für viele Dinge brauchen. Ich weiß es nicht. Oder überleg dir was anderes. Ich bin auch nicht böse, wenn du was anderes machst. Okay, ich überleg mir erstmal was anderes, bis wir wissen, was wir konkreter machen wollen. Vielleicht noch mehr Rotoren oder so. Die werden bestimmt auch. Motoren und Statoren machen keinen Sinn. So, ich glaube, ich schau mal, ob ich irgendwo anders noch einen Platz in der Nähe finde, wo wir Kohle und Eisen und so haben oder so. So eine zweite Außenfabrik oder so, weil ja, hier fehlt zu viel. Ja, ja, da fehlt viel, das ist richtig. So, und ich guck mal weiter. Ich habe hier eine Fabrik, die haut uns 30 Barren raus. Ich brauche... Da muss ich jetzt nochmal hier reingucken. Ich brauche... Der nächste Arbeitsschritt, den ich machen will, ist quasi die Frames herstellen. Ich habe knapp 6 Platten. Ich habe nicht ganz 6 Platten. Ich habe ein bisschen unter 6 Platten. 5,625. Aber 5, über 5,5, das ist okay. Das runden wir auf. Dann läuft das Ding halt mit, was weiß ich, 89% oder sowas. Und 12 Rohre brauchen wir. Da das Ding aber 2 pro Minute herstellt... Jetzt bin ich unentschlossen. Wenn hier eine 2 steht, vielleicht kannst du mir das beantworten. Kannst du gerade in den Stream gucken? Ja. Hier steht jetzt ja Produktionsrate 2 pro Minute. Und ein Arbeitsschritt stellt aber 2 pro Minute her. Heißt das, er macht 2 Arbeitsschritte und stellt 4 her oder macht 1 Arbeitsschritt und stellt 2 her? Keine Ahnung. Ja, das habe ich befürchtet. Ich glaube aber, wenn ich das hier auswähle, sehe ich das. Ja, okay, Verbrauch 3 und 12. 3 und 12. Und du machst von den Stangen 15. 12 brauchen wir. Das würde ja theoretisch passen. Jetzt habe ich aber gesehen, dass wir da auch noch einen alternativen Bauplan haben. 48 Stangen, wenn wir stattdessen Stahl benutzen. Ich check halt nicht, wie man 48 Eisenstangen aus Stahlplatten herstellt, aber mir ist das ja egal. Das muss das Spiel ja wissen, wie das Sinn macht. Das ist eine Kopfnuss. Oder was sagst du? Ich sage, ich bin wo runtergefallen. Inventar weg? Ja. Oh nein! Inventar weg ist das Schlimmste. Ja, das war unlucky. Oh na, dann ist schon 3. Platz. Ja, ich glaube, du bist immer 3. Platz. Alles klar, Jenny, weiß ich Bescheid. Ja, das ist. Ich bin halt echt stuck. Ich weiß nicht genau, wie ich das umsetzen will. Eigentlich ist es viel simpler als Factorio, aber auf eine Art ist es viel komischer. Moin, moin, du geiler Fabrikbesitzer. Also rein mathematisch ausrechnen, was, wie viel, wovon, ist nicht das Problem. Aber dass dann die Gebäude so setzen, dass das alles einigermaßen Sinn macht, das ist das echt Herausfordernde. Krass. Du wolltest gerade noch was sagen? Ja, ob ich doch irgendwie gucke, dass ich... Ich überlege halt, ob ich dir irgendwie helfen kann. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also... Ja, keine Ahnung.
nicht sagen. So, erste Frage ist, wie stelle ich... Ich habe doch jetzt noch ein komplettes Eisenband übrig. Das ist ein Eisenband. Das fördert 120 Eisenerz. Oh. 120 Eisenerz die Minute. So, und hier hinten hatte ich Kohle. Auch 120 die Minute, meine ich. Das muss ich auch nochmal nachgucken. Habe ich gestern zwar schon dreimal nachgeguckt, aber ich habe es vergessen. Ob das ein 120er oder ein 240er Feld ist hier. So. 120 und 100 und 240. Okay, das Ding ist sogar noch fixer. Also, das heißt, ich habe 120 und 120 übrig. Mit 120 und 120 kriege ich wie viel Stahl hin? 3 wird zu 3, 45 die Minute. Das sind 135. ...45,90, zweimal 180. ...315? Wo mache ich denn die Stahlproduktion dann hin? Von da kommt das... Den Stein, den ich weggesprengt habe auf dem... ...neuen Erz... ...ist wieder da. Echt? Ja. Oh mein Gott, ja, nice. Aber es ist, also es ist, er ist wieder da, aber der Miner sitzt trotzdem drauf und arbeitet. Aber es ist halt ein Stein drin. Nur grafisch. Scheint so, ja. Flawless. So, ich baue hier jetzt erstmal die Stahlproduktion hin. Oh. Im besten Fall ohne in den Boden zu fallen. So, dann mache ich jetzt hier erstmal... Barren heißen sie, glaube ich, nicht. Doch, sind Stahlbarren. Glaube ich. Moin, moin, du geiler Fabrikbesitzer. Dann benutze ich den Platz hier drüben noch. Hey, Garrett, bist ja doch relativ früh da. Hast Feierabend gemacht, damit du zugucken kannst, ne, du Schlawiner. Sag mal, danke bei Nanane. Nanane war nämlich richtig sneaky und hat dir einfach mal ein Abo gegiftet. Verrückt, oder? Da würde ich mich, wenn ich an deiner Stelle wäre, aber ganz schnell bedanken bei der hübschen Frau. Jetzt kannst du auch endlich in die Abenteurer-Gilde vorstoßen. Erklär mal jemand im Chat, wie das funktioniert, damit er sich hier ein bisschen zurechtfindet, der Garrett. Der ist ja auch. Der ist ja noch ein Küken hier auf dem Kanal. Mehr oder weniger. Ja. Pop, 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 pop. So. Und damit ich nicht in den Tod stürze, mache ich hier Mauern hin. Wände. Glaube ich. Ja gut, komm, dann machen wir hier auch noch zwei ran. Das ist eine Rampe. Ich will keine Rampe. Ich will Blöcke. So. So viel dazu. Das haben wir jetzt hier. Das ist auch gut. Und jetzt hole ich hier erstmal die Kohle her. Und ja, dann sehen wir irgendwie weiter. Und dann sehen wir auch schon, was passiert. Kann ich im Grunde... mal, ob ich eventuell an meine Leiche rankomme. Weil sie ist... Ich bin nur in ein tiefes Tal gefallen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich da runter bin. Dinge, die man auch nur in Computerspielen sagt. Ich guck mal, ob ich an meine Leiche rankomme. Ich bin in ein tiefes Tal gefallen. Ich drücke dir den Daumen, ne? Vielleicht hast du ja Luck. Ja, ich bin gerade unentschlossen, was ich machen will. Irgendwo, also wir werden irgendwo anders wahrscheinlich kleinere Fabriken noch machen müssen, weil wir... Ja, sagst du es leicht. Ich muss erstmal irgendwo noch ein anderes Kohlevorkommen finden. Nein. Ein bisschen weiter muss ich noch. Und ich gehe mal die unnötigen Beacons, die hier noch rumstehen, einsammeln, die wir eh nicht mehr brauchen. Die verwirren mich langsam. Ah, finde ich gut. Mach Frauenaufgaben. Verordnung. Brauch mir was. Wir können es nochmal... Komm gleich vorbei und klopf dir C4 auf den Rücken. Du könntest nochmal ein bisschen Medigel und so herstellen. Ja, du meinst mit meinem vollen Inventar.
So, okay. Also jetzt habe ich hier auf jeden Fall schon mal eine Lane Kohle. Im Grunde werde ich hier zwei benutzen. Weil, wie gesagt, dann kommen jetzt 240 raus. Was brauchen wir denn noch für die verbesserten Förderbänder? Das wäre ja fast. Vielleicht kannst du die irgendwie erforschen oder so. Die werden nämlich tatsächlich jetzt teilweise schon... Stahl. Wir brauchen gerade für alles, um weiterzumachen, Stahl. Ja, ich kümmere mich drum. Stahl läuft gleich. Gleich ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich hab's nicht eilig. Ich versuche jetzt in der. Also das Problem ist, ich habe schon gesehen beim unten. Ja, nein, mein Problem ist, ich habe beim unten auf dem Boden aufschlagen gesehen, dass ich mitten in so Giftpflanzen gelandet bin. Ja, okay, das ist halt. Das heißt, wenn, selbst wenn ich schon, da irgendwie schon, ne? hier runterkomme, dann weiß ich ja nicht, wie lange ich da dann überlebe. Naja, ich schau mal. Ich könnte die Förderbänder auch außen rumlaufen lassen. Ich will die jetzt hier tatsächlich langführen. So, das ist meine Idee. So ungefähr. Ja, okay. Ich komme da runter, aber dann nicht wieder hoch. Das ist ja dann auch irgendwie nicht Sinn der Sache. Hast du ein Kampfhin-Material? Naja, doch, aber das ist so tief, dass... Naja, gucken. Ich bin hier ja auch eigentlich zu einem Kohle-Ding gelaufen, was in die Ecke sein sollte. Einer zu weit, scheiß drauf. In weniger weit, bitte. Ah, es ist einer zu wenig. Wobei. Ja, nee, ein noch hier rüber. Wobei, das ist auch egal, das kann ich gleich gucken. Jetzt muss ich erstmal. Jetzt muss ich halt Mathematik benutzen. Ich hasse es. Also, wir haben. In der Produktion haben wir Foundries. Die, was knallt ihr weg? 45 waren das, ne? Ihr knallt weg. 45 davon, 45 davon. Es kommen 120 an. Das heißt, ich kann eine 3 damit bedienen. Komm, das ist ein Witz. Hier ist zwar Kohle, aber die ist oben auf dem Berg drauf. Ja, Seno macht Mathe, das ist echt kacke. Das hört sich sogar. Ja, pass auf, das Ding ist, ich habe 120 Eisenerz und ich habe 120 Kohle. So, und ich will Stahl machen. Ich brauche 45, 45. Wenn das jetzt 30 wären, könnte ich 4 Anlagen benutzen. Wenn es 40 wären, könnte ich 3 Anlagen benutzen. So kann ich 3 Anlagen benutzen und eine läuft aber nur zu 2 Dritteln. Das ist kacke. So. Abgesehen davon, dass das hier alles ein bisschen eng ist und so, wird das halt auch einfach nicht so geil. Jetzt überlege ich halt, ob ich 6 Stück nebeneinander mache. Und ich probiere das einfach mal aus. Abreißen ist ja zum Glück tatsächlich, Gott sei Dank, in diesem Spiel sehr... Wie drückt man das denn aus? Abreißen bestraft den Spieler nicht. Ich kann die Sachen so oft abreißen. Sehr vergebend. So, 6 Stück. Die Nanani. Die kann ich mir nicht mehr leisten. Also nicht die Nanani, sondern die Dinger hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 Stück. 6 Foundries. Das heißt, da bräuchte ich 6 mal 45 sind 225, 270, ne? Nee. Was? Das kommt ja nicht hin. 1, 2, 3. So, du da. Okay, das ist eigentlich gut. Nicht hier runterfallen. 3 Stück, 3 Stück. Du machst Stahl, du machst Stahl, du machst Stahl. Whee, wir jumpen hier rüber, du machst Stahl. Ich kann momentan nur eine von diesen Lanes befüttern. Ja, das ist nun mal so. Das war September, was er meinte. Also ja. Jetzt in anderthalb Wochen. 16. bis 20.09. Die Frau weiß Bescheid. Splitter, wir splitten das hier rüber. Ich muss mich hier einmal...
Einmal darf ich mich nicht mit Ruhm bekleckern. Nee, warte, nee, einmal nicht. Was? Läuft deine Stahlproduktion jetzt schon oder noch nein, nicht? Nein, nein. Die läuft schon. Ich weiß halt auch noch nicht genau. Ich muss ein Fördermann wahrscheinlich oben langlaufen lassen. Ich fange mal einfach mit dem Eisen an und gucken. Ja, ich fange hier mit dem Eisen an und gucke dann, wie ich weiterkomme. Also ich brauche keinen Merger, ich brauche einen Splitter. Das ist schon mal das erste Problem. So. Und dann mache ich quasi so. Das wird halt wahrscheinlich schon mal so absolut gar nicht funktionieren. Aber ich kann den ersten Splitter wahrscheinlich auch so hier ansetzen. Und dann den Invalid Shape. Belt has an Invalid Shape. Das ist nicht nice. Hä, du sollst auch gar nicht so. Du sollst hier irgendwie so rum. Overlapping with other clearings. Wird's ihm verarschen. Kommst du auch hier, also hier um die Kurve kommst du doch wohl rum irgendwie. Zu dicht dran. Scheiße. Okay, aber dann machen wir 1, 2, 3 mal so. Und dann klatsche ich dich halt ein bisschen weiter hier rüber. Eben stand er da. Gut, wir lassen jetzt hier einen Platz. Ist auf der anderen Seite auch einen Platz lassen. Dann mache ich die mittig. So. Nochmal weg. Du nochmal weg. Wir bauen ja wahrscheinlich zu eng. Mit wir projiziere ich meine Schuld auf euch. Das ist ein ziemlich guter Move eigentlich von mir. So. Jetzt nochmal. Wir brauchen den Splitter. Dann haben wir hier. Nee, konkrete Pläne haben wir an dem Wochenende noch nicht. Nee. Ich glaube an dem 16. Das war ein. Was für ein Wochentag war der 16.? Freitag. Und da kamst du relativ spät an, ne? Weil 23 Uhr, ja. Geht halt nicht. Nee, weil ich muss halt noch bis 14 Uhr arbeiten an dem Tag. Genau, der 16. geht nicht. Der Samstag würde sich vielleicht anbieten. Und das, okay, gut, wir reden von dir, das heißt, es hatte wahrscheinlich eh nicht gerechnet, aber halt, wenn es geht, auch nicht früh morgens. Ja, ja. Aber ja, ich glaube nicht, dass das früh morgens jetzt geplant gewesen wäre. Ja, der hat ein Kind, der zu unmenschlichen Zeiten wacht, das willst du gar nicht wissen. Unverantwortlich eigentlich, was der abzieht, aber na gut. So, der kommt. Hier, okay. Dann kann ich den da durchlaufen und kann den da rein. Theoretisch ist das gut. Ich habe halt nur noch das Problem, dass jetzt da auch was rein soll. Und da müsste ich dann irgendwie gleich gucken, ob ich, wenn die hier in einer Flucht sind und ich den zum Beispiel da mache, ob das so funktioniert. Dann müsste das von hier oben mit dem, müsste hier oben die Kohle langlaufen. Aber das sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, dass wenigstens theoretisch könnte das was werden. Wenn wir den hier noch hin und dann gucke ich weiter. Wir nähern uns so langsam. Ja, nee, ich dachte eher später und dann, wenn das Kind weg ist, kann man auch was machen gehen oder gemütlich was trinken oder so. Ja, das klingt nach einem ganz guten Plan. Tatsächlich. Wie gesagt, können wir gerne dann nochmal in Ruhe drüber sprechen, aber so grob fände ich das, glaube ich, ganz gut. Ich habe ein sehr geiles Brettspiel, das man spielen kann. Dune. Das Dune-Brettspiel habe ich. Das ist tatsächlich sehr nice. Erste Runde ist ein bisschen zäh, aber danach geht's eigentlich. So schwer ist es nicht. Oder was meinst du, Alex? Ich habe die erste Runde gewonnen, also ich fand's gut. Ja, sie hat mich platt gemacht in ihrer allerersten Runde. Aber geht so vom Lern-Dings, ne? Also beim ersten Mal so ein bisschen, es wirkt nach mehr Input, finde ich, als es dann am Ende ist. Also eigentlich ist ja, cool. Aber es geht echt schnell. So die erste Runde denkt man sich noch so, what the fuck, was mache ich? Und es geht dann aber echt schnell, bis man, dass man versteht, was man macht, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Oder sonst halt trinken, ja, das ist auch eine Alternative. Ich habe gehört, das machen. Sophisticated Drinking.
Oha. Wenn es Low Budget trinken ist, bin ich dabei. Ja, nicht Cocktailabend oder so, sondern jeder bringt eine Buddel mit und man besäuft sich. Ja, da bin ich dabei, aber alles andere, weißt du, ich spare da gerade für so einen Umzug. Naja, ich hab. Vielleicht lade ich ein, das passt schon. Wir wollten ja immer noch hier den Lillet Raspberry Cocktail, in Anführungsstrichen Cocktail, Long Drink, whatever, machen. Ja, stimmt. Der ist halt auch recht gut. Aber letztes Mal, als ich bei Lys war, hatten sie den Wildberry nicht. Wir waren im größten Marktkauf, in dem ich jemals war. Der ist größer als der hier in Buxtehude. Zumindest gleich groß. Und sie hat keinen Wildberry. Das war echt fail. Habt ihr jetzt schon einen neuen Fernseher? Ihr seid halt zu liberal. Verbiete dein Kind halt wachsen. Gab's da nicht mal einen Film, die Blechtrommel oder so, wo ein Kind so angepisst ist, dass es sich entscheidet, nicht mehr zu wachsen? Ich glaube, die Story war ein bisschen deeper, aber ich erinnere mich da an irgendwas, Mann. Blechtrommel. Irgendwas war da. So, aber das ist doch nicht die Höhe hier. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass das die Höhe ist. Das ist doch die Höhe hier. Oder was? Da will ich noch einen draufsetzen. Das wäre jetzt hier die Höhe. Ja, das könnte man machen. Sieht natürlich ein bisschen ulkig aus, wenn der so fliegt. Oh, dann machen wir das in einer Reihe. Das ist... Ja, Mann. Das wird optisch ja noch viel schöner. Ich freue mich, dir mitteilen zu können, dass ich eine gute Idee habe. Dadurch verzögert sich das ganze Projekt ein bisschen, aber es wird schöner aussehen. Ist das nicht toll? Ja, das ist toll. Ich habe hier tatsächlich jetzt eine Stelle gefunden, wo ich noch eine kleine Stahlproduktion aufbauen kann. Sprich, ich kann dir auch ein Produkt abnehmen, vor allem, weil das bei dir um die Ecke ist. Bei mir um die Ecke gibt es noch Kohle? Ja. Nice. Hätte ich nicht gedacht. Finde ich gut. Oh, vielleicht geht das doch nicht so gut, wie ich dachte. Ich habe mir gerade gedacht, ich kann die beiden Splitter aufeinander packen, aber das geht natürlich logischerweise nicht, weil die Eingänge sind ja hier leicht nebeneinander verschoben. Aber ich kann vielleicht... wenn ich den genau nicht auf diese Höhe, sondern dazwischen setze. Das könnte gehen. Der kommt von da und der kommt von dieser Seite. So, ich mache das jetzt einfach einmal auf hässlich kurz. Da wäre die Idee halt, das so zu machen. Der geht da rein. Und das ist doch auch leicht schräg. Das ist. Ja, genau, das ist leicht schräg. Und der geht dann leicht schräg da. So. Dann sehe ich aber auch, dass die Dinger tatsächlich nicht gerade sind. Aber so machen wir das. Nee, das gefällt mir gut. Das kriegen wir hin. Dann läuft das eine Förderband oben, das andere unten lang. Ich meine, wir sind hier nicht in 2D-Faktorio, ja. Wir haben hier die Möglichkeiten der 3 Dimensionen. Das sollte man doch auch nutzen. Er splittet von da. Er splittet von. Da, aber nein, ich will hier in die Mitte. Ja, das ist die Mitte. Das ist die Mitte. Dann gehst du da rein. Du gehst da. Wunderschön. Also ernsthaft, okay, das hat. Zweifel, warum geht das nicht? Und warum geht das nicht? Gibt es irgendeinen speziellen Trick, wenn man einen Aufzug mit einem Miner verbinden will? Ich kann beim besten Willen dieses Band nicht verbinden. Ja, ich sehe halt nicht genau, was du machen musst, aber pack dir so einen Konvoyer-Pol auf den Boden. Damit kannst du den Aufzug direkt verbinden. Der snappt daran. An den Pol. Ja, aber dann snappt mir der Miner nicht mehr an den Pol. Es snappt mir immer nur eins von beidem an den Pol. Triffst du den richtigen Pixel? Oder versuch beides auf dieselbe Seite zu? Ich verstehe gerade gar nicht, was das... Also, hä? Ja, ich leider auch nicht, deshalb kann ich dir schwer helfen. Bist du weit weg? Guck mal kurz gucken. Ich bin gleich da, glaube ich, je nachdem, wie weit du weg bist.
Ich fliege mal kurz rüber hier. Oh, das war eine Schnecki. Schnecki. Ah, jetzt habe ich das. Ich habe das Problem gefunden. Und was war's? Das kommt hier oben raus, aber ich will, dass es rein. Also, ich will es von unten nach oben transportieren und nicht von oben nach. Nee, ich will es von oben nach unten transportieren. Also, das kannst du mit, ich glaube, E oder R oder so umsnappen, dann, während du das platzierst, steht unten. Die Laufrichtung ändern quasi. Ja, genau, das war mein Problem. Okay. Ja, aber muss ich auch sagen, also die Grafik ist halt wirklich, wirklich nice. Und es ist ja halt auch noch, wie heute üblich, Early Access. Man kann jetzt schon eine ganze Menge machen. Der Logistikaspekt ist wirklich krass. Also es ist wirklich, wirklich krass. Ja, komm, wenn Paddy da ist, ich zeig dir, ich mach dir einmal kurz eine Base-Tour, ganz kurz. Weil das hier ist halt ein neuer Abschnitt, den wir gerade bauen, deshalb geht ja noch nicht so viel. Aber wenn man einmal kurz nach Hause geht. Gerade was diese ganzen verschiedenen Transportwege angeht, wir haben halt auch so kleine Jump-Pads, womit man so in Götterspeise springen kann und dadurch halt so große Strecken springen kann. Wir haben so ein Ziplining, wobei ich derbe an die South Park Folge denken musste, Ziplining. Ja, Zipline! Das war aber. Ich glaube, ich hab den nicht, weil ich vorhin gestorben bin. Vorhin, gestern. Kann ich mir einen Zipliner machen gerade? Ich... Ziplining... Oh ja, müsste ich aber tatsächlich, wenn ich mir einmal einen Zipper baue. Deswegen ist an und für sich voll cool. Dann kann man hier sein Dings ausrüsten. Dann kannst du so... Ich weiß nicht, ob ich dann loslassen muss. Muss ich nur ranspringen mit dem Ding aktiviert? Jo, und dann kann man hier so... Allgemein grafisch ist halt echt geil. Auch so, du siehst halt, wenn du Multiplayer spielst, wo die anderen Charaktere wirklich hingucken und so. Also es sind nicht so statische Modelle, sondern du hast wirklich die Kopfbewegung und so. Das macht schon einiges her, tatsächlich. Ja, wenn man sich dann hier einmal die Basis anguckt... Geht am besten irgendwie so. Hey, soll ich dir irgendeine speziell, also willst du, dass ich dir irgendwas von der Stahlproduktion abnehme? Weil ich habe jetzt hier einmal Kohle, zweimal Eisen und einmal Stein direkt nebeneinander. Ich meine, mach gerne die verbesserten Stahlträger quasi. Das ist übrigens unser Weltraumfahrstuhl und er geht wirklich bis nach oben in den Himmel. Was halt wirklich mega nice gemacht ist. Wenn du das erstmal baust, kommt so diese Stange von oben runter und snappt sich voll und so. Die verbesserten Stahlträger möchtest du von mir gebaut haben. Ja, okay. Würde ich sagen. Die. Weil da wüsste ich tatsächlich noch nicht genau, wo ich die bei mir unterbekommen will. Und wir werden davon so viele brauchen, dass es auch nicht schlimm ist, wenn wir davon zwei Fabriken haben. Okay, ja, das kriege ich aber hier ein easy hin, weil ich kann hier gut Stahl produzieren und Concrete, dann ist das hier jetzt mein Job. Ja, mach das. Und ich mache hier dann jetzt die Stahlbarren und dann die Stahlrohre und Platten. Ja, beziehungsweise Träger und Platten. Nee, Träger und Rohre, so heißen sie, glaube ich. So, und das werde ich mit diesem Aufbau hier machen. Den finde ich nämlich tatsächlich geil. Ich stehe dazu. Wird ein bisschen schwer, hier mal die richtige Höhe zu finden, aber eben stand ich hier doch oben drauf. Da ging das einigermaßen. Zu hoch. Habe ich überhaupt die gleichen Gebäude hier gebaut? Sind beides Foundries. Auch nur eigentlich, also es wäre cool, wenn deine Stahlproduktion vor meiner läuft, weil ich kann jetzt nur MK1 meiner bauen, aber würde halt gerne mit den Zweiern arbeiten. Ja, die lassen sich dann ja ganz gut aufrüsten. Du kannst ja so bauen, dass als wären Zweier da wären, dann lassen die sich ja mit einem Mausklick aufrüsten. Jetzt war ich verwirrt. Ich brauche Splitter. Splitter, Splitter, Splitter. Unten splittet von links nach rechts und oben splittet. Das ist, ich muss mir noch nicht mal Strom holen, sondern das ist direkt auf der Strecke, wo der Strommast eh langläuft zum Schwefel nach hinten. Das ist sehr praktisch. Ja, ich kann mir das hier einfach abzwacken. Mit großen oder mit Xenoas und Xenoritas, es ist Zeit, den Entgegner zu bekämpfen. Guckt in den Chat. Auch wieder dazwischen, aber hier, die Mitte ist da. Oh, jetzt ist Garrett stolz, jetzt konnte er auch mal den Endgegner rufen. Ich hoffe, er wurde weggemacht. Na los, geht alle rein. Auf in die Schlacht. Lasst ihn nicht hängen.
Meine erste Erfahrung wird katastrophal. Ich helfe auch mal gut. Ich muss mir das mal auch mal auf meinen Streamdeck machen. Moin Moin, du geiler Fabrikbesitzer. Ja, auch mal eine Idee. So, den mache ich jetzt nämlich hier ran und dann ist Party. Bam. Der geht da rein, der geht da rein. Der geht... falsch. Oben nach links. Und so. Deshalb, das ist halt schon echt sexy, was ich hier baue. Passt. Zack, zack. Zack, zack. Die große Frage ist natürlich, Paddy, warst du im Kino und hast du den neuen Dragon Ball Film gesehen? Ich kenne die Antwort. Brauchst nicht Antwort. Der kommt da noch rüber und der kommt da noch rüber. Nein. Da rüber. Hat einer von euch den neuen Dragon Ball schon gesehen? Nicht. Ich glaube, er ist diesmal zum Super Ultra Saiyajin Level 4 Giga. Frage, bei einem normalen Eisenerz vorkommen, kommt wie viel rum mit einem Level 2 Miner? Doppelt so viel wie mit einem Level 1, das verdoppelt sich immer. Ja, aber es kommt ja auch aufs Vorkommen drauf an, es kommt ja nicht bei jedem genau. Vorkommen. Also, beim normalen sind es dann 120. Ich weiß es nicht. Ja, normal, weil ich habe hier einen normalen 120 mit dem Level 2 Miner, genau. Okay, also habe ich 240 Kohle und 240 Eisen hier unten. Das ist sehr gut. Dann überleg mal, wie viele Furnaces du brauchst. Das ist halt das auch, wo ich mir den Kopf zerbreche. Ja, ich mache das tatsächlich nach einem wahrscheinlich anderen Prinzip als du. Ich das hast du schön ausgedrückt. Entspannter. Ja, okay, aber um Stahl zu machen, das ist ja easy, weil du brauchst ja immerhin gleich viel Kohle wie Erz. Ja, aber es geht halt, es lässt sich halt nicht durch 45 teilen, das ist halt die Kacke. 120 lässt sich nicht durch 45 teilen. Ja, mein Fresse, dann ist es halt so. Ich meine, ja, ich kann mir ja kein weiteres ich kann mir ja kein weiteres Vorkommen aus dem Arsch ziehen. Warum nicht? Weil ich das kann. Was kann dein Arsch eigentlich? Pupsen kann er, ja, das weiß ich. Pupsengunner. So, guck mal, jetzt muss ich nämlich überlegen, jetzt kommt von hier Kohle da rein. Aber. Im Grunde, erstens ist das hier kein rechter Winkel. Die Wand. Nee. Die arme Wand. Die arme Wand. So. 1, 2, da, dann ist es ein rechter Winkel. Ah, besser. Habe ich hier nämlich noch Platz. So, ich muss ja damit rechnen, ich will hier ja noch mehr Stahl haben. Wir wollen ja immer mehr von allem haben. Und ich habe da hinten noch Eisen. Da hinten ist nämlich auch noch Eisen. Das ist Eisen. Das ist 120. Das ist nur 60. Aber ich habe 2x60. Und 2x60 sind ungefähr 120. Das heißt, ich kann den abreißen und neu bauen. Habe ich keine Miner hier in meiner Liste? Grob fahrlässig. Pack nochmal einen rein hier. Produktion meiner Level 2. Doch, habe ich. Die 5 ist das. Da. So, dann lassen wir die beiden nämlich zusammenlaufen. Ungefähr so. Und. Ja, das ist, glaube ich, sogar in Ordnung, wie der läuft. Dann kommt der hier rüber. Ungefähr. Na klar, ich baue hier einen Splitter hin. Weil ich will jetzt gleich. Ich kann das erst effektiv nutzen, wenn wir das nächste Förderband haben. Aber ich will das jetzt halt so bauen, dass ich das nicht gleich wieder umbauen muss, wenn wir die Level 3 Förderbänder haben. Deshalb will ich das einmal ordentlich jetzt hier zusammenbauen. Nein. Wir machen, pass auf, das wird richtig schön, was ich mache. Ich habe voll die gute Idee. Das Ding kriegt hier ein Förderband. Da kommt ein Merger. Der Merger habe das komische Gefühl, ich habe irgendeinen Denkfehler, aber ich denke mir gerade, ja, so dürfte das eigentlich easy funktionieren und ich glaube, das ist ein Fehler. Also rein, also die Stahlbrocken machen aus Kupfer und Eisen ist nicht das Problem. Das ist relativ easy. Also allgemein, es ist halt logistisch ist es nicht so schwer, aber
Also das Rezept ist jetzt nicht so kompliziert. Was mich halt tiltet, ist, dass ich nicht abschätzen kann, wie groß die einzelnen Abschnitte sind, weißt du? Also jetzt nur eine Sache hier produzieren, wenn ich das Problem, aber hier sollen ja ganz viele verschiedene Sachen entstehen. Das ist irgendwie Kopfschmerz. So, genau, der. Und dann hier einmal hin und dann... Oh, der kommt schon relativ hoch. Was mir hier fehlt, sind manchmal so Höhenanzeiger. Das wäre ganz nice. Gibt's bestimmt als Mod. Ich gehe mal auf 20, aber das ist jetzt sehr hoch. Aber das passt. Und der soll dann quasi hier hin ungefähr, denke ich mal, auf diese Höhe hier. Wenn ich den jetzt mit dem da hinten verbinden könnte, wäre das nice so. Ich weiß jetzt bloß nicht genau, wie ich das am besten mache. Wie finde ich denn hier die Höhe raus? Ich bin ein Feld rechts von diesem Balken hier. So. Das müsste ungefähr die richtige Höhe sein, glaube ich. Und dann gehe ich dahin und dann... Also das nicht leisten, weil ich keine Platten habe, aber die Platten sind hier hinten. Mach das. Gute Nacht, Paddy. Schlaf gut. Okay, gebe ich mich jetzt damit zufrieden, dass es absolut scheiße aussieht, nein, aber von der Zahl her funktioniert? Nein, weil ich, einfach weil ich brauche ja auch noch ein bisschen. Oh Mann. Ich meine nur meine Stahl, also nur die Dinger, also noch nicht mal irgendwas Fertiges. Aber gut, wir machen es schön. Das ist zu hoch, warum ich komme noch nicht. Wie kann man denn, wie macht man denn das jetzt, wenn ich von da nach da ein Förderband... Das geht wahrscheinlich einfach nicht, ne, weil die Poles gar nicht so hoch gehen, kann das sein. Ich kann höchstens, was überhaupt gar keinen Sinn macht, aber lustig wäre. So machen. Wir machen das, das ist dumm. Ja, die sind auch nicht auf einer Höhe, ne? Ich glaube, der muss einen weiter nach links. Ich wünschte halt, ich könnte die so aneinander snappen lassen. Ich wüsste aber nicht wie. Selbe Höhe müsste jetzt gegeben sein. Ja, das sieht auf jeden Fall besser aus als davor. Ich versuch's einfach. Ich würde sagen, hier ist ungefähr die Hälfte. Dann gehen wir einen nach da. Eine nach da. Ganz ehrlich, wenn das funktioniert, wäre ich gar nicht so unglücklich. Ich glaube, der ist falsch gedreht. Das ist richtig. Ja, nicht raus, sondern rein. Genau. Auch so lasse ich das. Ich werde Ärger von Lust bekommen, aber das ist egal. Wieso willst du Ärger von Lust bekommen? Also warum? Oh, ich weiß es noch nicht genau. Das sieht ein bisschen aus, als müsste das nicht so sein, aber nach meinen Recherchen muss das so sein. Wenn ich dafür keinen Ärger für das bekomme, was ich hier baue, haben wir einen Deal. Ich weiß nicht, ob ich mit deinem Schundluder da hinten leben kann. Ey. Ich hab's ja noch nicht gesehen. Ich will ja bloß jetzt nicht eine Aussage treffen und dann werde ich darauf festgenagelt. Ich weiß doch, wie sowas läuft. Nein, ich denke mal, ist okay. Aber jetzt muss ich echt einmal überlegen. Ja, wie wir das nämlich jetzt machen ist, ich werde das nämlich anders machen. Ich mache links, links. Jetzt denkt euch erstmal, was meint denn der Seno mit links, links? Ja, ja, pass auf. So, so und so. Nee, so machen wir nicht. Ist hier richtig? Hier ist es noch richtig. Hier ist es. Das ist das hier der Mittelpunkt. Das sieht gut aus. So.
Genau. Aber wir geben das hier durch. Versteht ihr? Das wird beides von rechts nach links laufen. Das andere läuft beides von links nach rechts. Ja, ja, ja. So wird ein Schuh draus. So. Dann kommt der hier lang. So, hier muss ich erstmal noch der andere Split haben. Das wird schön. Das wird wirklich, das wird gut aussehen, wenn das fertig ist. Das ist nicht der Mittelpunkt. Mir fehlen halt wirklich Blaupausen oder irgendwie so eine Overhead-Bauansicht manchmal. Das ist manchmal halt echt ein bisschen komisch, ne? Aber. Oh, aus optischen Gründen müssen wir das dann hier auch umdrehen, merke ich gerade. Ja, stimmt natürlich. Hier haben wir das gemacht. Unten nach rechts, oben nach links und drehen wir das hier um. Das heißt, unten nach links, oben nach rechts. Unten nach links, oben nach... What? Was? Ist das der... Der ist falsch gedreht, der Splitter, ne? Kann das sein? So, genau. Du auch. Du da rein, dann ist er auch falsch gedreht. Ich weiß es nicht. So. Also irgendwas stimmt hier noch nicht so ganz. Ich glaube, es ist Nacht. Das ist immer besonders schwer irgendwie zu sehen. Der hier ist ein Feld zu weit links. Da muss ein Feld weiter nach rechts. Ja, ich hasse mich manchmal selber dafür, dass ich so pingelig bin, wenn es darum geht. Du, das ist fein. Ich bin hier auch gerade ein bisschen. Wir machen es. Wir sind ja nicht auf der Flucht, ne? Ist das schon wieder falsch umgedreht? Warum ist das der Eingang? Das soll nicht der Eingang sein. Ich arbeite halt auch tatsächlich lieber, wenn die Sonne scheint. Das ist mittig. Das ist, würde ich auch sagen, mittig. Bei dem hier. Das ist auch mittig. Dann geht der rüber, der rüber, der rüber, der rüber. Zack, 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 zack. Dann kommt von hier das Zeug. Das geht dann... Winkel da rein und der geht im rechten Winkel. Und ein Vorher müssen wir tatsächlich hier auch hin. Ich glaube dahin und ich glaube dahin. Das sieht gut aus. Ich glaube, gleich habe ich es. Warum geht er da jetzt nicht rein? Can't afford. Mir fehlt eine Platte für den Abschluss des Projekts. Ich weiß es nicht. Aber ich bin ganz zufrieden, wie das aussieht. Das ist tatsächlich ganz cool. Nehmen wir uns die Platten hier einmal raus. Jetten wir zurück. Das ist halt nicht gleich hoch, ne? Ah, ich glaube, das sieht nur nicht gleich hoch aus, weil das Ding hier nicht auf einer... Das ist halt den... 4 Meter weiter unten. Ah, das heißt aber im Endeffekt auch, dass der 4 Meter weiter hoch ist. Das heißt, dass ich hier nicht 20 Meter, sondern nur 16 Meter brauche. Ich weiß halt nicht genau, ob das Meter sind, aber im Grunde würde ich sagen, muss der nur noch da. Das gucken wir gleich von oben an. Ich glaube, jetzt ist es auf einer Höhe. Vielleicht sehe ich das so besser. Wie schlimm wäre es, wenn nicht alle meine Bänder in rechtem Winkel wären? Mach, wie du damit leben kannst. So muss ich damit leben können. Anders finde ich nämlich keine Lösung.
hier fangen wir an zu arbeiten. Das läuft hier durch, das läuft hier rüber. Zack, 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 zack. Und du jettest jetzt da rein. Mal gucken wir mal ganz kurz. Und dann müsste das hier gleich anfangen zu laufen. Ich weiß es nicht. Das darf dann auch eigentlich so stehen bleiben. Habe ich das immer da reingemacht in die Lücke? Oh, das wäre sexy, wenn ich das hier in die Lücke. Hat noch ein Stück besser geworden, was ich hier gebaut habe. Was? What? Das kann nicht sein. Hier gibt es einen Mittelpunkt, da gibt es keinen Mittelpunkt. Ach, wir nehmen den Pixel weiter links. Den linken Pixel. Nicht den rechten, sondern hier den. Eins, zwei. Fünf und einmal noch, dann haben wir es. Und... Oh, bin ich froh, wenn das Ding hier läuft, ey. Sechs. Verbinden wir einmal. Das mache ich jetzt wieder von hier. Damit. Damit. Oh, ich glaube, ich habe hier. Damit. Hoppla. So, wo holen wir unseren Hauptstrom her? Das ist jetzt die Frage. Nicht das. Oh Gott, sind die Kabel lang. Was? Okay. Was ist hier los? Warum arbeitet das nicht? Okay, kommt durch. Zack, zack, zack. Die Seite läuft. So, jetzt habe ich das Problem natürlich auf dieser Seite, dass hier keine Kohle mehr hat. Das kriege ich halt erst, wie gesagt, mit dem verbesserten Förderband gefixt. Deshalb läuft jetzt hier erstmal nur eine Seite. Ich werde das dann so machen, dass ich das Kohleband, wenn das ein Dreierkohleband ist, hier splitte und hier hochlaufen. Statt hier rüber, da lang, wird eine Kohlelinie quasi hier irgendwie und dann außenrum und dann von der anderen Seite reingeloopt werden. So weit, so gut. Oh. Wie bitte? Du machst das schon, sag ich. Ja, ich bin tatsächlich ganz happy. Genau, und hier geht das dann von da nach da. Der kommt weg, der kommt weg. Beziehungsweise, nee, kommt der gar nicht weg. Ja, genau. Voilà. Holen wir die noch einmal weg. Und dann müssen die Splitter auch von links nach. Ja, dann läuft die Kurve von da nach da, da nach da, da nach da, da nach da. Nice! So, wie gesagt, alles, was ich jetzt bräuchte, wäre hier hinten halt noch einmal Kohle. Ganz ehrlich, das kann ich auch jetzt schon mal aufbauen. Und noch so mal ein paar Platten. Baue ich da unten einen Splitter ein und dann gucke ich mir an, wie das läuft. Wie wir das machen. So. Ich habe halt zwei Möglichkeiten. Kurz gucken. Von da kommt die Kohle. Die muss halt nach da hinten. Jetzt kann ich hier entweder hier vielleicht außen rumlaufen lassen.
Wobei, wenn das ein Dreier-Förderband ist, irgendwann, dann könnte ich auch hier einen Splitter hinbauen, wahrscheinlich. Wie würde es, wenn es hier... Moin, moin, du geiler Fabrikbesitzer. ...Spaß machen eigentlich? Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, dass ich jetzt hier nicht runterfliege. Hallo, Kubi. Hi, Kubi. Also, ich überlege gerade, das nächste Kohleband würde ich dann halt theoretisch gerne da lang laufen lassen. So vom Dingens her. Von dem Logistikkeit her. Würde ich das halt irgendwie gerne hier so lang laufen lassen. Ich habe das Gefühl, ich falle gleich in den Tod. Oh, ja, ich hatte recht. Scheiße. Oh, ich lebe noch. Das war aber eine knappe Angelegenheit. Wo komme ich auch irgendwie wieder weg? Ich esse erstmal einen Happen. Dann habe ich hier ein schattiges Plätzchen. Flugzeug wäre ganz praktisch. Haben wir diese Leitern schon erforscht? Nee, ne? Nee, aber mir fällt gerade was ein, dass ich mit was hätte arbeiten können, was mir mein Problem löst, glaube ich. So nicht so. Was hätte denn dein Problem gelöst? Ja. Ich muss meine Förderbänder übereinander laufen lassen, weil die sich sonst gegenseitig in die Quere kommen. Wir sind also jetzt beide da angekommen, dass wir mehr ebenig arbeiten. Ja. So weit ist es jetzt schon mit uns gekommen. Sollte das Problem eigentlich lösen, dass ich es doch dann schön machen kann. Das hört sich gut an. Hoffe ich. Das könnte irgendwie wieder machen. Ja, ist die Frage. Ja, sieht auf jeden Fall so schöner aus als mein. Als der Plan hier. Obwohl das hier geht eigentlich. Ich glaube, ich mache das einfach so. Na, Kubi, wie geht's dir heute? Den nicht, habe ich. Komm her. Nur das. Okay. Dann machen wir das nämlich jetzt hier einmal. Okay, machen wir das hier ungefähr einmal hin. Das ist ja eigentlich sogar ganz gut. Ich kann jetzt hier nämlich einfach, glaube ich, sogar anflanschen lassen, ne? So ein Splitter. So, wenn ich jetzt einen Denkfehler hatte und diese ganze Aufteilung komplett umsonst war, dann habe ich keinen Bock mehr. Ja, so ungefähr. So. Kann halt echt sein, dass ich jetzt komplett einen Bockmist gebaut habe, weil das hat mir keiner auf die Schulter geguckt und ich musste denken. Oh. Geht. Ja, schlimm. So, jetzt kontrolliere ich aber gerade mal, bevor ich jetzt hier weitermache und Unsinn mache, kontrolliere ich mal, ob das bis hierhin läuft. Noch könnt ihr Wetten abschließen. Aber die Quote ist nicht gut. Wenn ihr kein Geld verlieren wollt, was zum... Nicht für mich wetten. Ich bin aber ganz zufrieden also mit dem Shit, den ich hier baue. Also ich komme langsam... Wenn das hier so funktioniert, wie ich mir das vorstelle,
Ich habe hier ein Band vergessen. Nee, hä? Nee, passt. Ich habe nur das da vergessen wegzumachen. Hoffe ich. Scheiße. So. Dann müsste das hier gleich hoch. Muss mal außen rum mir das angucken. Wir gehen lieber hier lang, bevor ich nochmal in den Tod stürze. Ich wäre richtig getiltet, wenn ich jetzt gestorben wäre. Check mal hier an. Achso, richtig gut laufen. Ich kann jetzt natürlich nicht kontrollieren, ob es funktioniert, so wie ich mir das denke. Was kannst du nicht? Kannst du nicht gucken? Kann ich gucken, weil die falschen Miner drauf sind. Heißt, es kann so, wie es jetzt gerade steht, definitiv nicht funktionieren. Also die ersten Dinger hier, die du zu Träger machen kannst, hätte ich jetzt. Okay. Ja, dann gucke ich erstmal, ob es allgemein läuft und dann schaue ich gleich nochmal. Ich hätte Bock, dass die hier. Was ist das? Ja, ich glaube, die gehen raus. Theoretisch sollt ihr irgendwie hier drüben ankommen, wenn es geht. Ich hätte den nicht hingesetzt. Ah, ich will halt, dass das schön ist. Und das macht mir gerade ein bisschen. Ich meine mir jetzt gerade tatsächlich eigentlich zu. Reden. Es gibt ein Band, was ich nicht gerade hinkrieg, ja. Aber ich finde keine Möglichkeit, wie ich es gerade hinkrieg. Also darf das jetzt schief sein. Ja, dann alles nochmal machen, Liz. Nee. Liz? Nee. Nee. Ich mag dir deinen Namen. Nicht gut, ne? Nee. Echt mal nicht, nee. So sahen die eben so aus, als würden die schweben. Dann sieht das komisch aus. Wenn man die so baut hier. Man guckt so ein bisschen von der Seite drauf. So, könnte meine Kohle hier jetzt bitte mal ankommen? Mach mal anders. Mach mal anders! Nö, sagt er. Ich bastel hier lieber noch 20 Minuten rum und dann gefällt mir das am Ende. Wir sind bei einer Stunde 12, vielleicht machen wir mal einen Cut. Aber ich bin gerade so drin, ich will auf jeden Fall noch mal einen Part ranhauen. Ja. Gut, dann machen wir es kurz und schmerzlos, Cut und weiter.